heiße Andi Trautner, ich bin 50 Jahre alt und ich teste Gleis. Ich bin der Inhaber vom Eishockeyshop in Fürstenfeldbruck von der Firma Toppoint und bin mittlerweile auch der Vertriebschef für Gleis Süddeutschland und Teil von Österreich. Und weil mich das Produkt einfach überzeugt hat, weil es wirklich eine Alternative zum echten Eis ist. Gleis ist meiner Meinung nach einfach ein Schritt voraus. Es funktioniert die Balance zwischen Gleiten und Bremsen. Die Scheibe läuft fast wie auf dem echten Eis. Am Anfang ist es ein bisschen anders. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, die ersten paar Mal, wenn man drauf ist. Oder das erste Mal eigentlich. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann denke ich, ist es auf jeden Fall eine super Alternative, im Sommer sein Training zu absolvieren und sich dann eben damit auf die Wintersaison richtig vorzubereiten. Gleis ist ökologisch abbaubar. Das heißt, es werden keine Schadstoffe freigesetzt, wenn man darauf fährt. Und dieser feine Staub, der abgerieben wird, ist wirklich so minimal und absolut unschädlich für die Umwelt. Also man kann es auch ohne Probleme im Freien auslegen, ohne dass man Angst haben muss, dass eben Trinkwasser verseucht wird oder sonst irgendwelche Bedenken haben muss. Das Problem ist beim Echteis die extrem hohen Energiekosten und die sind halt bei Gleis eigentlich null, weil du legst die Platte hin, gehst drauf, fährst Schlittschuh, fertig. Ich spiele seit 42 Jahren Eishockey, war in der Regel eigentlich immer Mittelstürmer in Fürstenfeldbruck. Da ist meine Heimatmannschaft, da habe ich auch eigentlich immer gespielt. Ich habe im Nachwuchsbereich auch mal Nationalmannschaft gespielt. Das war eigentlich ganz okay. Also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich nichts anderes gemacht und habe seit, wie gesagt, 23 Jahren jetzt meinen Eishockey-Shop in Fürstenfeldbruck.